Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Franzi und heute geht es um meine Lieblingsfächer in der Schule. Viel Spaß! Ich habe letztes Jahr Abi gemacht, also 2020, und hatte zwei Leistungskurse, und zwar Bio und Englisch. Da kann man sich eigentlich dann schon denken, dass das meine Lieblingsfächer waren, aber ich erzähle gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Als drittes Prüfungsfach im Abi hatte ich Deutsch. Das war definitiv keins meiner Lieblingsfächer, aber es ist auch kein Hassfach gewesen. Als viertes, das ist unser mündliches Prüfungsfach, hatte ich Geografie. Und als fünftes, das ist unsere Präsentationsprüfung, hatte ich Geschichte. Jetzt geht es aber erstmal um meine Lieblingsfächer. Fangen wir als erstes mit Bio an. Bio finde ich einfach so toll, weil es näher an Medizin dran ist als jedes andere Fach in der Schule. Wobei es natürlich auch Schulen gibt, die schon sowas wie Gesundheit oder sowas als Fächer anbieten. Aber das sind dann meistens, jetzt fehlt mir gerade das Wort dafür, da wo man Fachabi machen kann, Fachoberschulen. Und ich war auf einem Gymnasium, also einem normalen Gymnasium und habe daher auch das normale Abi quasi. Bio mochte ich eigentlich schon immer sehr. Menschen und Tiere haben mich sehr interessiert, ganz ehrlich, wenn es so um Blattstrukturen und so ging oder um irgendwie Bäume und Blätter, das hat mich nicht so sehr interessiert. Ich liebe die Natur, sieht man, ich stehe gerade auf dem Berg, ich brauche gerade 5 Tage nur Auszeit, aber ich muss nicht unbedingt eine Blattstruktur analysieren. Deshalb wäre auch Bio für mich persönlich als Studienfach nicht in Frage gekommen. Aber ich finde Bio auf jeden Fall total toll. Zudem hatten wir in Bio auch eine total tolle Leistungskurslehrerin. Aber ich mochte auch die Lehrer, die ich davor hatte in Bio, echt gerne. Eigentlich ausnahmslos fand ich die alle immer gut, haben immer gut erklärt. Und das Einzige, wo ich einfach nie mitgekommen bin, das ist aber selber meine eigene Dummheit wahrscheinlich, jedenfalls habe ich es nie kapiert, ist tatsächlich Genetik. Ich hoffe, das wird anders, wenn ich dann Medizin studiere, weil das brauche ich ja definitiv. Und mal schauen, wie es dann wird. Kleine Unterbrechung. Ich habe gerade ein paar Alpakas genau mir gegenüber. Schaut euch an, wie süß die sind. Ja, Englisch war mein Lieblingsfach, weil es mir einfach immer gelegen hat. Ich habe gute Noten geschrieben, ich habe aber auch schon im Kindergarten Englisch gehabt, was es mir dann einfacher gemacht hat. Also ich habe wirklich von klein auf Englisch gelernt, habe immer Serien und Filme gern geschaut und am Anfang mit Untertiteln, mit Deutschen, aber irgendwann dann auch komplett ohne Untertitel und nur auf Englisch. Jetzt mache ich es einfach so, wie es mir gerade am besten gefällt. Manchmal gefällt es mir halt auf Englisch und manchmal auf Deutsch besser. Aber natürlich gab es auch in Englisch Dinge, die ich so überhaupt nicht gemocht habe. Was ich total gehasst habe, war es immer, wenn man irgendeine Analyse schreiben musste. Analysis. Was ich toll fand oder was mir lag, waren irgendwie Summaries, Zusammenfassungen. Aber so vor allen Dingen von Filmen Zusammenfassungen. Bücher, ich liebe es, Bücher zu lesen, auch auf Englisch, aber die Bücher in der Schule, die waren irgendwie nicht so meins meistens, außer The Great Gatsby, das fand ich ganz cool. Ja, genau. Ansonsten fand ich einfach das Fach toll und hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, viel mehr lässt sich da eigentlich auch nicht zu sagen. Was jetzt wahrscheinlich viele überraschen wird, ist, ich fand Physik toll. Ja, ich weiß, es bringt mir jetzt wahrscheinlich bei einigen von euch nicht so Pluspunkte, aber ich fand Physik einfach ein tolles Fach, aber erst ab der Oberstufe, weil wir da einen Lehrer gekriegt haben, der wirklich richtig gut erklären konnte und dann habe ich alles verstanden und man konnte auch ohne sich dafür zu schämen oder ohne Angst davor zu haben, Fragen stellen, was ich sehr genossen habe, dass ich halt einfach mal fragen konnte, was ich wollte, wann ich wollte und wenn ich nicht weitergekommen bin, habe ich einfach gefragt und gesagt, können Sie mir das vielleicht nochmal erklären? Und ich bin auch dann nach dem Unterricht mal zu ihm hingegangen und habe Dinge gefragt, wenn ich halt nicht weiter wusste. Zudem waren seine Klausuren auch eigentlich immer ganz gut machbar und er war auch einfach menschlich ein netter Lehrer. Chemie habe ich tatsächlich überhaupt nicht gemocht. In der 10. dann schon kurzzeitig, wo es dann um organische Chemie ging. Aber ich habe das trotzdem abgewählt und das bereue ich jetzt. Das bereue ich tatsächlich, weil ich eben der Meinung bin, dass man doch Chemie schon ziemlich ausführlich im Studium braucht.
Und vor allen Dingen jetzt, wo ich für den Hamnat lerne, ist es richtig schlecht, dass ich halt kein Chemie hatte. Weil ich eben 2 Jahre Chemie nachholen muss. Weil Hamnat ist Abi-Niveau, beziehungsweise sogar noch ein bisschen höher, habe ich das Gefühl, wenn ich so die Fragen anschaue. Und ich kann seit der 10. kein Chemie mehr, also muss ich das alles aufholen. Weshalb es jetzt ein bisschen problematisch wird. Geschichte fand ich immer interessant. Jedoch ist es mir schwer gefallen, das zu lernen. Aber ich würde es trotzdem zu eins meiner Lieblingsfächer zählen, weil ich eben meine 5. PK da drin gemacht habe. In der 5. Prüfungskomponente habe ich auch eine 1 minus, also 13 Punkte gekriegt, wenn ich mich recht erinnere. Und daher, also nicht nur deshalb, aber ich fand es einfach immer interessant, aber es war für mich irgendwie, das zu lernen war immer eine Qual, weil ich so geschichtliche Daten nicht so gut auswendig lernen kann. Aber ja. Ja, kommen wir einfach mal zu meinen Hassfächern, weil alle anderen dazwischen, die ich dann jetzt gar nicht nenne, sind so Fächer, die ich relativ okay konnte, aber die ich jetzt auch nicht geliebt habe oder total toll fand. Hassfächer definitiv Mathe und Sport. Ich denke, Sport erklärt sich, wenn ich euch sage, ich habe Asthma und manche Sportlehrer nehmen darauf Rücksicht, aber die meisten leider nicht. Auch wenn man einen Attest hat, auch wenn man sagt, man kann nicht mitmachen. Aber was ich ganz cool fand, war mein Kurs, ich glaube im 4. Semester war das, also im letzten Halbjahr, das war Tischtennis. Da habe ich auch eine relativ gute Note gekriegt, aber trotzdem habe ich Sport gehasst wie die Pest. Also wirklich, es gab für mich nichts Schlimmeres. Dann Mathe. Wenn ich mich richtig reinfuchse, kriege ich es hin. Ich finde es auch interessant, aber leider können viele Lehrer Mathe nicht erklären. Und an sich habe ich auch leider nicht so... Ich habe das Problem, dass ich eine... Es ist für mich unverständlich. Auswendig lernen ist kein Problem. Ich kann mir Formeln auswendig lernen. Ich kann mir irgendwelche Rechensätze auswendig lernen. Ich kenne auch den Pythagoras auswendig. Aber es ist einfach so... Ach egal, Mathe war einfach nie mein Ding. Mathe ist einfach nicht meins, leider. Ich finde es tatsächlich schon interessant, aber ich brauche Ewigkeiten, bis ich da überhaupt drinne bin und bis ich da irgendwas verstehe. Und wirklich, also da sitze ich 2 Stunden vor einer Aufgabe, wo andere Leute eine halbe Stunde brauchen. Und das führt dazu, dass wenn man Hausaufgaben macht in Mathe, da man dann sehr, sehr viel hinterherhinkt, wenn man einfach da ewig lang braucht für eine Aufgabe. Ja, jetzt kennt ihr meine Lieblingsfächer, meine Hassfächer, wisst auch wieso, weshalb, warum. Und genau, alles andere dazwischen ist wie gesagt immer so lala gewesen. Ich fand es meistens ganz gut dann, aber es war jetzt auch nicht so das Nonplusultra, sag ich mal. Es waren jetzt nicht meine Lieblingsfächer, die dazwischen, die ich jetzt nicht genannt habe. Ja. Und damit beende ich schon das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und eben, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann wollte ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken für 300 Abonnenten. Ich glaube, ihr glaubt es nicht, wie glücklich ihr mich gemacht habt. Und ich kann es kaum glauben, dass ich 300 Abonnenten geschafft habe. Wow. Wespe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.